Hallöchen, ihr Banausen da draußen und dabei ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Resonant Rise Nummer 4 mit dem lieben Dragol zusammen, hallo. Servus und eine Harpie. Das war knapp. Warum nicht so mit einem Harpie an? Naja, die wollte ja auch Hallo sagen. Ach, die wollte auch ins Bild. Mhm. Immer diese... Die, wie nennt man die? Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Die mal ins Bild wollen. Keine Ahnung. Eigentlich hasse ich das ja so ein Wald, ne? Ich muss kurz was futtern. Oh ja. Mein Okra-Kreole. Ach, da ist nochmal so eine Kiste einsacken. Nimmst du die Kiste mit? Ich werde mal hier so ein. Nimmst du die Kiste mit? Pilz mal zitieren, so einen roten, damit wir noch ein paar Pilze haben. Mhm. Na, 16 Stück, das sollte erstmal reichen. Für den Nesserwarzen. Ich denke. So. Schaffe ich's? Ja. Trotzdem sehr erst schön. Eine Light Grey gefunden. Das finde ich ein bisschen kacke. Mhm. Das heißt zwei Endoflames. Ja, ich meine, besser als nichts, aber. Jo. Aber ich würde gerne so 4, 5 oder 6 haben. Da vorne kommt eine Ebene, glaube ich. Und du bist durch den Wald gegangen, oder? Ja, ich laufe gerade Richtung Westen. Von dem Dungeon. Ich habe einen Fanclub gefunden. Da oben ist eine schwebende Insel. Hilfe. Ja, toll, jetzt habe ich das Schwert weggeschmissen. Ja, klar. Gibst du mein Schwert, ja? Danke. Scheiße. Ach ja. Kommt vor. So, mal gucken, ob ich mein Grab wieder kriege. Ja, wenn ich sag's Bescheid, dann porte ich mich zu dir. Mhm. Ich glaube, ja, genau. Erst rein. Ich sammle kurz Pflanzen an und zack, laufe ich wieder in die falsche Richtung. Sehr gut. Oh, was ist das für ein Riesenbaum da hinten? Der sieht ja cool aus. Da muss ich gleich mal gucken. Mhm. Na, Kuh? Alles klar? Bestimmt. Sie hat Gemut, also denke ich auch, ja. Also ich muss ja sagen, das Aussehen durch diesen Terra-Dingenskirchen-Motter ist relativ cool eigentlich. Mhm. Der Server ruckelt irgendwie ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja, aufdecken und so. Achso, ja, stimmt. Ja. Ich guck mal kurz die... Ja, ja. Obwohl, das geht eigentlich. Die CPU-Auslastung ist bei dem Server gerade mal bei 70%. Und der Arbeitsspeicher gerade mal auf 60%. Aber es wird dunkel. Ah, ich hab's gemerkt. So. Das ist ein schöner Baum. Sieht cool aus. Ein normaler Oak Tree. Okay. Aber schön groß. Da sind noch mehr Zyan, ne? Ne, Light Blue, nehmen wir aber mit. So, jetzt mache ich mal eine Schleife und kommen wir wieder nach Hause. So langsam. Mhm. Da ist noch gelb. Kurz mal gucken, welche Richtung ist denn zu Hause. Da.
Spürte ich einmal Richtung nach Hause. Tja. Durch den Wald gehen möchte ich jetzt nicht unbedingt. Light Blue, okay. Ach ja, Leck und so. Oh. Oh, ups. Oh. Mal kurz. Disconnect. Kurz die Aufnahme stoppen. Na, brauche ich nicht. Nicht? Ach. Das ist doch meistens nur eine Minute oder so. Wenn das jetzt beim ersten oder zweiten Mal nicht funktioniert, dann mache ich das auch. So. Logging in. Was ist denn jetzt passiert? Can't keep up. Erste Mal hat schon mal nicht funktioniert. Uh-oh. Der ist aber da. Der ist nicht abgestürzt. Der ist einfach nur ja, ein bisschen am Lecken. Laut Log. Na, jetzt müsste es gehen. Oh, ich wurde ein bisschen zurückgesetzt. Ja, ich Ein auch. klein So. wenig. Ich starte meine Aufnahme wieder. Gut, Jo. läuft. Ja, es leckt immer noch schön. Ja, aber man kann was abbauen, also. Ja, das ist klar, wir Ja, decken ja gut. auch beide jetzt auf im Prinzip. Und der hat ja auch relativ viel zum Aufdecken hier mit dem einen Mod hier zum Beispiel, mit den Steinen und Ästen und so. Das stimmt, ja. Die ganzen verschiedenen Viecher, die hier rumtouren. Also eine Geschichten. Also so eine Roofed Forest, das ist ja eigentlich richtig geil, ne? Da kannst du schön oben über die Blätter dackeln. Hat ja schon was. So, mal kurz ein paar Ja, Birnen gepflückt. ist doch langweilig mittendurch. Ne, ne, aber nicht durch den Wald. Doch, doch. No risk, no Kurz fun. geguckt. Oh, was haben wir hier? Shaded Garden. Mitnehmen. Wo sein? Ich wieder zurücksetzen. Ne, ne. Geht. Bei mir geht's ganz normal jetzt gerade. Okay, jetzt auch wieder. Frames sind auch ganz normal. Okay, jetzt gerade nicht, weil jetzt ploppt hier gerade nichts mehr auf, wenn ich was Ja. abbaue. Ja. Wieder geflogen. Ich unterbreche mal eben die Aufnahme und ich starte den Server einfach mal neu. Bis gleich. So, da sind wir wieder nach dem Cut. Der Server spinnt gerade irgendwie ein bisschen rum. Yep, Oder hat leider. rumgesponnen. Sponnen, sagen wir es mal so. Okay, du bist unsichtbar bei mir. Das ist auch was Schönes. ja, ein bisschen Ausbeute. Nicht so viel wie gehofft, aber naja. Besser als nichts. Genau. Das Zeug packe ich mal da rein, das Fleisch. Ich packe So, das ich da hatte natürlich rein. gehofft, dass wir ein bisschen mehr finden als das, aber wir können wenigstens zwei Endoflames machen. Besser als nichts. So. Ein paar Seeds. So, Brauchstein stelle ich mal dahin. Dann habe ich hier noch ein paar Kisten Oh. mitgenommen. Mein Schwert passt da nicht rein. Den Brauchstand? Ne, in dem Ach so. komischen PL-Ding. Warum habe ich keinen Eimer? Also frech. So,
Da haben wir noch ein bisschen Fleisch, da Fleisch, Leder und den Tortilla, ganz wichtig. Habe ich dir vielleicht einen Rucksack? Nö. So, haben wir. Ach so, wir haben doch eine Dings, Flachs oder Cotton. Ach, nehme ich Cotton. Ich brauche nämlich ein bisschen Wolle. Sollte ja gehen. Naja, eigentlich schon. Ach so, machte man das. Okay, 16 sollte reichen. Yep. Gut, kommt dann auch wieder rein. So. Ah, da der Dragule richtig was richtig Cooles gebaut hat, hier unten kann man direkt Kohleblöcke herausnehmen. Das war keine Absicht. Wusste nicht mal, dass das geht, Ich auch dass nicht. die Transferpipes sich damit verbinden. Est. Aber naja. End of Flames. Est. Generiert Mana für die kleine, feine Jaded Amaranthus. Boah Gott, mit zwei Genau. Stück dauert das ganz schön lang. Was will man machen? Tja. Noch mehr Light Grafin. Ja. So, dann hätten wir noch das Iron Backpack. Eine Kiste. Eisen und das da, okay. Ja, aller Anfang ist immer schwer bei Botania. Jo mei. Schön. Ma. Lass mich raus hier, du Tümpel. Mal Papieren pflücken hier. Ich hab Hunger. Natürlich haben wir kein Papier. Haben wir Reis oder Sugar? Reis haben wir. Sugarcane haben wir auch hinter dem Haus. Also, ja. Mit Brille wäre das nicht passiert. Ups, hab's ja auf. Ich nicht. Du bist ja eine blind. Ja, geht, ne? Ja, gut. Aber Entfernung, ja. Ja, auch nicht blind unbedingt, aber. Ich brauche es aber beim Autofahren zum Beispiel. So, wie sieht's aus hier? Gott. So, also ich brauche ein Upgrade-Core. Jetzt finde ich wieder das Drinks, logisch. Vielleicht reicht das ja sogar schon. Dann hacken wir halt das ab. Living Rock brauche ich. Dann Powder, das, das, das. Und das. Und was war da noch? Netherbrick. Das und das. Da war da noch irgendwas. Rune of Fire. Ne, das war's. Okay. Dann müsste sogar reichen. So, dann machen wir den Spreader. Dann machen wir mal ein Rühnchen. So, Mining Upgrade braucht eine Iron Pickaxe. Wir haben keine Sticks, logisch. Brick, das, das und los geht's.
Schneller! Schneller! Das ist gar nicht so ein Mana-Pool, was der an Mana anzeigt, okay. Okay. Draufgeschmissen. Kaching. Rune of Fire fertig. Sehr gut. Dann, was brauchen wir noch für einer? Für die Yardit Amaranthos. Rune of Water. Okay. Da brauchen wir nochmal Gunpowder. Und ein Eisen. Dann brauchen wir noch Was denn da? eine Angel. Eine Angelrod. Fishingrod. Toll. Dann brauchen wir ein Sugarcane und ein Bone Meal. Kaching. Und dann sollte es, glaube ich, schon gewesen sein, oder? Rune of Water, Water habe ich gesagt. Water. Ja, das war dann schon. Sehr gut. Die muss ich natürlich auch noch zusammenfügen, weil dann brauche ich ja noch die Rune of Spring. Muss hier lohnen. Logisch. So, aber einmal das und einmal das. So. Dann das wieder hingestellt. Sugarcane, Angel, Bone Meal und die beiden Sachen. Und los geht's. So, jetzt habe ich für meinen Rucksack auch, also, ja. Man sollte die Upgrades auch in den Rucksack einsetzen, dann kann man ihn auch einstellen. So, Rune of Water. Jetzt brauchen wir die Rune of Spring. Da brauchen wir drei Saplings, ein Wheat und die beiden Runen. Ein Wheat, ein Wheat. Sollten wir ja haben. Ja, ein Kühlschrank schon. Oder auch nicht. nein. Kurz mal eine Runde pennen. Warum hat sich denn hier eine. Was ist das denn hier? Warum hat sich hier eine Karotte eingeschlichen? Was ist das denn Weiß hier? Wer hat sich am Garten vergriffen? Ist ja gar nicht. Nee, nee, nee. Na, in der Aura, alles klar. Also ich weiß nicht. So, ein Weed brauche ich, habe ich gesagt. Und drei Zeplings. Ach, die. Yep. Sind noch nicht angeschlossen. Da sind doch Saplings. So, was brauche ich noch? Nichts mehr, ne? Nur noch zwei Runen, ja. So, dann können wir da die Runen auf Springen machen. Mana sollte eigentlich reichen. Mal kurz hier wieder zwei zum Futtern geben. Sehr gut. So, die drei Setzlinge. Einmal die Rune und einmal die Rune. Und auf geht's. Was? Wer grunzt? Der da hinten. Komm her, du altes Stück, du. Ah, du warst gar nicht da. Komm, du. Da. Kommt davon, wenn man rumgrunzt hier. Genau. Dann immer soll. Und von Leder gekriegt von dem Pferd, auch nicht schlecht. So. Weihnacht. So, Ruhen auf. Ja, schön. Und den Stein daneben geschmissen, klar. Den wird es ja immer.
braucht man Das noch. Schöne ist, dass man jetzt bei Botania die Runen wieder kriegt, die man zum Bauen benutzt. Das finde ich cool. Ah, okay. Also wenn man Pflanzen macht, natürlich nicht, ist klar. Aber wenn man baut mit den Dingern, kriegt man die wieder. Das finde ich relativ cool. Nicht schlecht, ja. So, jetzt können wir die Jaded Amaranthus machen. Jaded Amaranthus. Purple, Lime, Green. Mhm. So, ich brauche eine Schere. Eine Schere? Nicht, dass ich wüsste. Hat... Ich brauche nämlich... Was haben wir denn da noch? Gold. Ein bisschen Gras. Mhm. Blei, Nickel. Gehst du her? Sag mal kurz, ein Gras. Ein Gras und ein Redstone brauche ich nämlich. Dann mache ich nämlich eine Redstone Root. So. Eine Redstone Wurzel. So, was war das jetzt? Purple, Lime und Green. Purple. Lime. Und Green. So. Von jedem natürlich nur einen. Das, die anderen kann ich weglegen. Dann brauche ich natürlich noch ein Seed. Und das war's. Gut, gut. Dann einmal zusammengefügt und dann, wenn ich die fertig habe, sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Ja, würde ich auch sagen. Aber ich packe die einmal kurz zusammen, dann ist die wenigstens fertig. Rune of Spring. Und da haben wir sie. Und dann würde ich sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, guckt beim Dragool rum, Link wie immer in die Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssingen. Tschüss.